3, 4! Yay! Aufsetzen! Was? Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich hab Geld, hab Frauen, hab Spaß und du musst immer noch Bahn fahren. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na und wer sagt was Schlechtes? Ich passe nicht in dein Konzept, egal, mir geht es prächtig. Pass gut auf, hör mir zu, mach's mir nach, du Spinner. Ich bleib so wie ich bin, egal was ihr sagt. Und nochmal für dich, ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich hab Geld, hab Frauen, hab Spaß und du musst immer noch Bahn fahren. Cheer. Man weiß ja, wie findest du? Gut. Also die gab es bei eBay, ne? Und dann kostete eine aus Pappe 40 Euro und dann haben wir nur eine bestellt und alle anderen kopiert. Wirklich jetzt? Ja. Und jetzt guck mal, sieht man noch nicht. Die Gang. Schön. Aber ist ein Bild, ne? Na? Na? Was trinke ich? Ja, was trinkst du denn, wollte ich fragen. Genau. Man munkelt Jägermeister. Ja. Hast du? Aber doch nicht so viel, dass der Durst weggeht. Nee, der Jägermeister trinkt man nicht wegen Durst. Sondern um sich zu besaufen. Ja. Aber du möchtest ja vielleicht deinen Wasserhaushalt, deinen Elektrolythaushalt auch ein bisschen was gönnen. Damit kümmere ich mich um meinen Zuckerhaushalt. Okay. Mit dem Jägermeister. Und der Elektrolyt... Und um meinen Kräuterhaushalt auch ein bisschen. Und der Flüssigkeitshaushalt, was will der zum Beispiel ein Bier dazu? Nee, der möchte einfach nur so einen kalten Jägermeister. Boah, oder zwei. Wahnsinn. Können wir so ein Tablett schon mal machen, damit wir einfach immer nur auf einen kriegen könnten, genau. Frau Müller? Sido, altes Haus, komm rein. Ich sitze ja auch da drinnen? Ja, du sitzt hier mit drinnen. Das ist lustig, du sprichst echt auch so wirklich berlinerisch, ne? Ja. Eindeutig. Mit drinnen und so. Ja. Kippen weg. Drinnen und drauf. Was? Ja. Ist dein Laden hier? Nee, Frau Müller. Hier, steht aber Müller vorne dran. Ja, ist Frau Müller. Wir heißen halt beide so. Wir könnten auch verwandt sein, ne? Ulla? Ja, irgendwie. Könnte deine Tochter manchmal sein, ne? Ja, könnte sie meine Tochter sein. Du Sack. Was ich so, ja, der macht auch Spaß. Was ich so lustig finde, ist, dass du ja eigentlich Paul Hartmut heißt, Sido. Das ahnt man ja nicht. Und dann guck nicht in meine Klatte, da ist nichts Schlimmes, ist wirklich nicht. Aber Paul Hartmut... So ein Kleiner. Was willst du denn? Naja, ich sitze da die ganze Zeit hinten rum und muss warten. Und die haben dir noch nicht so viel gegeben, weil... Du hast vorher gesagt, trink mal nicht, bevor du in die Sendung kommst. Ich habe nur gesagt, sei nicht so völlig besoffen, wenn du reinkommst, weil dann... wir wollen das... Jetzt kannst du saufen. Ich hab's voll ernst, ich hab gar nichts getrunken jetzt. Nicht mal Wasser, gar nichts. Jetzt hau ich aber. Das konnten wir nicht, Bernhard. Scheiße, das hätten wir nicht ausgehalten. Formula, kann ich noch ein Bier haben? Ach, bist schon dabei, toll. Immer wenn ich hier drücke, neuer, oder was? Ja, genau. Einmal drücken ist neuer. Er hat schon gedrückt. Oh Gott, wie viele Flaschen haben wir denn? Haben wir genug? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wird denn nicht schlecht? Ich reich mal weiter hier, ja? Nee, Bierchen nicht. Nehm ich aber Bierchen, Entschuldigung. Du das, sollen wir immer wieder, reichen wir immer wieder durch, diese Gläser hat Frau Müller nicht. Ein Jägermeister und zwei Doppelkorn, bitte schön hier an die Ticke. Zack, 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 zack. Aber, denn hier? Hängt ja. Aber sag mal, wer hängt? Kann er. Frau Müller hängt. Paul Hartmut, darf man dich denn Paul Hartmut nennen? Nein. Aber Hartmut, aber was ich toll finde ist... Paul Hartmut hier, bitte schön. Bitte. Okay. Paul, danke, Brinki. Na, hier ist was los heute. Ja, Mann, Mann, Mann. Heute wie oft habe ich gedrückt gerade? 25 Mal. Ina, das Zäpfchen will ich auch haben. Ich will auch.
Traumjägermeister. Weil da komme ich jetzt gar nicht gegen an. Also entweder blamieren wir uns hier auf dem gleichen Level oder was sagst du, Bernhard? Nehmen wir ja, beide. Einfach runtersaufen ja, aus Niveau. Runter, fertig. Ja. Du kennst das doch. Ja, natürlich. Klar. Hartmut wäre doch so toll, weil hart und mutig für einen Rapper. Ich hätte den total behalten. Hartmut Rap oder so hätte ich mich genannt. Und du heißt mit Nachnamen? Hartmut Rap. Ja. Und ey, dann wärst du ganz vorne. Und die Speckgürtel-Boys. Aber was ich finde, ist, dass du einer der wenigen bist, der sich wirklich Gangster-Rapper nennen kann. Nein. Doch. Auf keinen Fall. Bist du denn kein Gangster-Rapper? Auf keinen Fall. Aber du bist richtig. Auch nie gewesen. In Ostberlin geboren und dann rübergemacht, irgendwann geflüchtet, ist das sagte so eine man ja noch. Geschichte? Ja, ich finde, aber das ist schon mal anders als meine Jugend auf dem Bauernhof. So, und die war im Westen. Ich finde das wichtig, weil ich verstehen will, warum du so harte Songs machst. Guck mal, die harten Songs resultieren aus der Gegend, in der ich dann groß geworden bin und aus den Leuten, mit denen ich dann rumgehangen habe und so. Ja? Und das war im Royal Bunker? Nee, das war dann der Ort, wo wir uns getroffen haben, aber da war Rap schon größer für mich in meinem Kopf. So. Da war Rap schon, also das Hip-Hop-Ding schon gefestigt, das Musik-Ding für mich. So. Da wusste ich schon, das will ich. Aber davor im Viertel, dass man überhaupt zu Rap kommt und sich versucht zu behaupten. Und ich hatte keine anderen Möglichkeiten, mich zu behaupten. Ich war nicht der Stärkste, ich war nicht der Mutigste oder irgendwas. Ja? Also Schlägereien sah ich nicht besonders gut aus. Und so Autos knacken und so, dieses Adrenalin-Ding war nicht wirklich was für mich. Ja? Da war ich nicht so für gemacht und ich brauchte irgendwas, womit ich mich profilieren kann. Du hattest dann ein paar Kumpels und hast lange in der WG gewohnt. Und es gibt eine Geschichte, wo in euren Pizzaschachteln, die alt waren, die Mäuse rumtanzten und ihr habt die dann getötet und mit Heftzwecken, Reißzwecken an die Wand gemacht als Mahnmal für die anderen Mäuse. In Ziplock-Tüten. Da haben wir die ekelhaft. Mäuse dann reingemacht. Aber leider. Und an die Wand gehangen. Und da waren irgendwann 20 Mäuse, die sind immer verschimmelter und stinkender geworden. Und da warst du aber ja hat schon in einem keine Alter. Keine andere Maus abgeschreckt. Okay, da warst du aber ja schon in einem Alter, als schon die Groupies so ein bisschen anstanden. Hast du in dieser Wohnung mit den Mäusen jemals einen Groupie mitgenommen, der dann morgens aufwachte und sagte, was ist denn das? Nicht der. Die dann morgens aufwachte und sagte zu den Tüten mit Mäusen drin, was ist denn das? Und du sagst, ach nix. Nee, das ist passiert nachts. Ich warne dann immer vor, heb's Mäuse und meistens haben die das ja dann auch schon gesehen. Die kann man nicht verbergen. Die Krabbeln sind einfach das Lampenkabel hochgeklettert und so. Wie geil muss man sein, um da mitzugehen und dich direkt wieder umzudrehen und zu sagen, oh! Also die Wohnverhältnisse, dass es da überhaupt Mäuse gibt, das war ein Hinterhof, also der dritte Hinterhof. Ja. In Berlin gibt es manchmal mehrere sagen, Hinterhöfe. Ne? Ja. Und das war der dritte Hinterhof, also der allerhinterste. Die Wohnung hat 160 Mark gekostet damals. Das war ein Zimmer mit Ofen, also wo du Kohle, kennst du Ofenheizung? Gibt's ja, auch. Und eine Küche. Und die Küche hatte nur ein Waschbecken zum Geschirr abwaschen. Keine Toilette, kein nichts. Also die Toilette war draußen im Treppenhaus und so weiter. Also es waren sehr minderwertige Lebensverhältnisse. Wie viele Leute wart ihr da? Zwei Leute haben wir da gewohnt. Oh, und nein, zwei Leute haben da gewohnt, fest gewohnt, ja. Und die anderen waren eben immer da chillen und man konnte mit einer Telefonkarte ganz leicht irgendwie da rein. Und wie man hast du da Musik gemacht? Wie lange oder wie? Nee, wie? Dann hast du eine WG, wo Mäuse an der Wand hängen. Es naja, ist dreckig das war das überall. Einzige, was wir da gemacht haben überhaupt. Und dann habt ihr in der Wohnung Musik gemacht. Ja, das Einzige, was und da wir hast du schon gemacht. Sozialkritische Texte geschrieben. Sozialkritische Weil, Texte? Sind die doch ein bisschen, findest du nicht? Naja, also wenn man zwischen den Zeilen liest, ist es sozialkritisch. Ja, wenn man sich so denkt, warum ist der Typ so, dann kommt man auf sozialkritische Gedanken. Kennst du Bernhard? Ja, kennst du ihn? Und kannst du so ein bisschen, er kennt euch, weil ihr irgendeine Veranstaltung wir haben schon mal, wir haben schon mal betrafen. Ja, genau. Ja. So spricht man in der Schlagerszene. Wir trafen uns einst am Daumen. Da hing eine Pflaume. Kannst du eigentlich auch richtig singen? Nee. Nee, weil wenn du sowas zum Beispiel jetzt, der Himmel soll warten, ne? Ja. Das ist das, was ich auch kannte, weil das auch im Radio gespielt wurde. Da ist ja dieser Refrain schon so ein bisschen singig. Und ja, den singst aber ja nicht du, sondern Adel. Genau. Weil du den nicht singen könntest, ist das nicht so schwer zu singen. Ich weiß nicht. Singen ist schuld? Ich trau's mir nicht zu. Du fandst früher Frauen scheiße, das kann man in deinen Songs ja auch nachhören. Da sind ja Frauen gegenüber blöde Songs, finde ich, dabei. Dann hast du aber ein paar Frauen kennengelernt. Alles Liebeslieder. Nee. Du hast ein paar Frauen kennengelernt, sagst du, da musst du sagen, es gibt auch Frauen, die sind okay. Deine Freundin wäre toll, die einzige Frau auf der Welt, die dir überhaupt was sagen. Ich finde, dass das voll Unsinn ist, was du da sagst. Hast du alles gesagt? Ich habe all deine Interviews nachgelesen. Das ja, aber ich habe ja keine frauenfeindliche Musik gemacht. Nein. Sido, aber ehrlich. Wirklich nicht. Nein, Sido. Indianer Ehrenwort. Und was macht die andere Hand? Ach so. Das ist jetzt doof. Aber du hast ja in den Interviews, und das hast du ja toll gesagt,
gesagt, es gibt ja mittlerweile auch ein paar, die du respektierst und gut findest. Wie kann denn eine Frau mit dir zusammenleben? Du bringst nie Blumen mit, sagst du. Findest du spießig. Ja, das kriege ich auch immer vorgeworfen. Möchte sie gerne mal Blumen mit? Kann doch nicht so schlimm sein. Gerbera. Keine junge Frau mag Gerbera. Das fällt dir nur gerade ein. Nein, ich schwöre, sie hat drei Lieblingsblumen. Gerbera, hör zu jetzt. Ja, ich hör zu. Gerbera, Sonnenblume und die dritte fällt mir nie ein. Das könnte sein, weil die vielleicht... Hey, 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 hey. Wahrscheinlich Rhododendron, weil das sehr schwer wäre, sich zu merken. Ist irgendwas ganz Banales, das weiß ich noch, aber fällt mir nie ein. Lilien? Nee. Was habe ich denn hier noch? Du hast ein Tattoo-Studio. Ja. Tattooest du auch? Also tätowierst du auch? Ja, auch, aber noch nicht so gut. Momentan nur Autogramme. Weil du es auch einfach nicht so gut kannst, oder? Doch, also ich lerne ja. Ich möchte nur nicht, ja, weißt du, ich möchte ja niemanden entstellen. Könntest du dir vorstellen, auch mit 58 in Möbelhäusern zu singen? Nein. Warum nicht? Herr Brink, nein. Ja, weißt du, du 58 wirst, du musst ja da hinkommen. Genau. Hallo? Ja. Also wenn du 58 bist, willst du wahrscheinlich verheiratet sein. Du sagst, du willst ein Haus mit am Meer und Kinder. Nee, am Wasser. Am Wasser. Kann auch einfach ein Kanal sein. Ach so. Haus am Meer oder? Wir hätten da was. Oder Peter Fox, im alten Land. Aber das ist natürlich schon sehr konservatives Wollen dann. Ist, so, kann, ey, Leute sagen sogar, dass das spießig ist und so. Ja, ist mir doch egal. Scheißegal. Ich komme aus ganz... Guck mal, wie die immer rumheulen, weil die Künstler, aber ich komme wirklich aus ganz schlechten Verhältnissen. Ja, was hab ich doch versucht zu erklären? Wirklich, ja? Und so einer wie ich, ja, ich träume davon einfach, irgendwann ein ruhiges, gediegenes, harmonisierendes Leben zu führen. Und Kohle zu haben, einen Kühlschrank voll, ein Kind. Ja, einfach, und einfach Ruhe, gute Laune, ja, ob jetzt Geld und so, genau. Das ist ja, Geld ist ja nicht das Wichtigste. Die Scheiße ist nur... Jetzt singen wir und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen hart. Aber du hast dich ja doch dann entwickelt mit diesem Song. Der ist ja schon sehr melodiös und schön. Ne? Das ist ja auch vom Unplugged. Da muss der alles ein bisschen melodiöser und so sein. Deswegen ist das so. Ja? Ist normalerweise ist Hip-Hop eher Ufze, Katze, Katze. Ja, ist es. Mit der Maske singen war das eigentlich immer doof? Wie war, wie, mit der Maske sehen war noch beschissener. Ich bin ja Brillenträger, wie du weißt, wie man sieht. Ja? Ja, ja. Und in der Brille, in der Maske war keine Gläser, nichts. Und deswegen sieht man mich, wenn man jetzt YouTube-Videos guckt. Jetzt könnt ihr euch das mal alles mal angucken, wie ich immer behindert so im Raum gucke, weil ich nichts wirklich fixieren konnte. Ich habe ja nichts gesehen. Da wäre ich total am Arsch. Ich könnte die Pappen nicht lesen. Ich würde mit meiner Maske da stehen und verzweifeln. So. Na gut, wir machen einen Song. Der Himmel soll warten. Ja. Den finde ich ganz toll. Wollen wir anfangen? Ja. Schöne Idee. Aha. Yeah. Oh. Yeah. Okay, warte kurz, guck mich an, siehst du das? Ich bin cool, dies und das, ich freu mir einen Riesenast. Ich mach das hier für die Leute, die das hier lieben. Lasst mich einfach in Frieden, wenn ihr Sido hast. Punkt aus, ich bin ein gemachter Mann. Guck, was ich erreicht hab. Eigentlich könnte man sagen, so wie es ist, reicht das. Aber es reicht nicht, nein, ich kann nicht bescheiden sein. Ich will so vieles noch erleben vor dem Kreisenheim. Ich will den Jackpot im Lotto gewinnen und damit alle meine Schäfchen ins Trockene bringen. Ich will high und frei sein wie eine Flocke im Wind. Ansonsten schrei ich wie ein bockiges Kind und dann wird's wieder eklig. Ich hab schon viel erlebt, ich hab aber noch so viel vor. Und ihr alle guckt mir dabei zu auf euer Monitor. Bis sie mir irgendwann das große Licht ausschalten. Doch der Himmel muss es erstmal ohne mich aushalten. Cheer! Du bist nach oben. Cheer! Der Himmel soll warten. Aha. Ich hab noch was vor. Cheer! Der Himmel muss warten. Wenn alles vorbei ist, nimm mir den Atem. Doch noch bleib ich hier. Cheer! Nur der Himmel muss warten. Warte mal, stopp! Du kannst mich noch nicht gehen lassen. Nimm dir doch lieber diese Emos, die ihr Leben hassen. Ich bin noch lange nicht fertig, es fängt doch gerade an. Ich hab am Sack doch gerade mal Haare dran, drei Stück. Ich will meinen Sohn wachsen sehen, ich will eine Tochter. Und dann nach 9 Monaten von mir aus gleich nochmal. Ich will ein Haus, einen Affen und ein Pferd. Lass mich machen, all das werde ich schaffen und noch mehr. Ich will Karriere machen, ich will noch weiter hoch. Ich will in China mal einen Hund kosten, einfach so. Ich will nach Las Vegas, alles was ich hab auf Boot. Haus weg, Pferd weg, Klappe zu, Affen tot. Ich will zur Ruhe kommen, kein Streit, kein Stress. Vorausgesetzt, dass man mir noch ein bisschen Zeit lässt. Wenn ich dann fertig bin, hol mich nach Haus. Doch bis dahin kommst du gut ohne mich aus. Und ich sing Halleluja. Ich rufe es nach oben. Yeah. Der Himmel soll warten.
Weil du eigentlich versuchst, so ein kleines Arschloch zu sein und es gelingt dir einfach nicht. Naja. Nee, weil die Musik einfach Spaß macht. Also die Musik, achso, ja. Die Musik macht Spaß. Versteh und wie alles du hier nicht. Sitzt, man kann ja mit dir echt mal in der Kneipe sitzen und mal erzählen. Sammelt dir schon ein? Ich würde so gerne die Bierdeckelchen jetzt machen. Hey, ehrlich, jetzt? Meiner wäre hier mittig, deiner Bernie. Ist rechts. Jung, soll ich anfangen zu fragen? Fang einfach, ja. Bist du mit dem Rumgerippe Millionär geworden? Nicht nur damit. Womit noch? Und mit allem, was man so macht dazu. Sido, was macht dich am meisten aggressiv? Naja, nix, ich bin voll lieb und so. So ein bisschen dieses Sprechen ist auch so ein bisschen, weil man so spricht, ne? Sido, was ist für dich Liebe? Oh, das ist aber süß. Schwer zu sagen, ne? Liebe ist das Tiefste aus dem Herzen. Mäusekill. Okay. Hast du das selber tätowiert? Was? Das hier auch nee, so? Nee, das habe ich tätowieren sieht lassen. Sieht ja gar nicht mal so gut aus. Nee, guck, ist auch nicht gut. Vieles an mir ist nicht gut. Ich habe ein neues. Wo? Zeig willst mal. Das, willst du sehen? Ja, alles können wir hat mal überhaupt mal ein bisschen. Tag. Was hast du denn da drunter? Jetzt nicht nackt machen, sondern nur so. Und gleich habe ich den, ich sage ja, gleich habe ich aus Versehen eine Elle zwischen den Zähnen. Oh, ja. Das macht natürlich schon was her. Das ist ein Wendler, ist ein geiler Typ. Den Wendler mag man nicht, haben wir schon mitgekriegt. Ach, mag man nicht, weiß ich nicht. Aber nee, das er mag ihn die Kassette nicht. Sieht gut aus, die sieht aus wie die von Onkel Fritz. Ey, das guck ist frisch, mal, passt dann hier so ruf. Das ist jetzt dann gemacht worden, frisch. Bei dir im Laden? Ja, bei mir im willst Laden. Willst du Werbung machen für deinen Laden? Der ich habe einen Laden. Der heißt doch Ich und Katze und ich. Katze also, und ich und Katze. Ich und meine Katze. Ich kann dir eins sagen, Sido, den Prozess gewinnst du. Oh. Nee, ich bin, guck mal, also das guck mal jetzt bitte dahin, ja. Und ich habe mit, meine Karriere hat mit Kassetten angefangen. Wir haben damals Kassetten selber gemacht, von Tape Deck zu Tape Deck. Und dann, es war, also auf die billigste Art und Weise haben wir Alben produziert, also auf Kassetten und die dann auch tatsächlich verkauft und so. Ich glaube, fettes Brot draußen kotzt gerade, weil die denken, oh, der jetzt hier wieder so angeht, mit Kassetten selber gemacht. Weil das jetzt, weil es so Ghetto ist oder was? Ja. Du rutschst dann auch immer sehr in diese Ghetto-Sprache. Nicht hauen, nicht hauen. In the ghetto. In the ghetto. Ja, sag mal, ne? Sido, welchen Promis welchen hast du? Mit welchen Promis hast du schon geschlafen? Och, hast du da nicht mal irgendwie Interviews gegeben? Ich habe mit keine Promis geschlafen. Nee, du warst das auch nicht. Nee, was das mit? Bist du? Aber ich bin mal so ehrlich. Ich wäre nicht Gentleman genug, das für mich zu behalten. Ihr würdet das alle wissen. Wenn es so wäre. Hast du dir vielleicht ein paar schöne Schäferstündchen gerade versaut, würde ich mal sagen, Sido. Inge Meister war, glaube ich. Bist du manchmal einsam? Nö, ich habe immer jemanden um mich rum. Also ich versuche diese einsamen Momente, diese Momente, wo ich mal wirklich niemanden um mich habe, zu vermeiden. Tatsächlich, echt? Ja. Ich finde die ja so geil, die Momente. Nee, ab und zu mal, aber auch nicht lange. Für einen halben Tag höchstens. Wie lange ist ab und zu und wie oft? Ein halber Tag für höchstens. Einmal im Monat. Einen halben Tag höchstens. Einmal im Monat? Und dann höchstens einmal im Monat. Ja, ich bin so ein Kommunentyp. Ja. Ich habe lieber Leute. Und wenn deine Freundin sagt, ich gehe jetzt aber mit meinen Mädels mal zwei Nächte hintereinander weg, dann wäre das für dich doof? Nö. Gut. Sido, bist du manchmal einsam? Das kommt jetzt vom Jägermeister. Ja. Nochmal, Sido. Ist ja. Ina. ist Ina dein Typ? Viel zu alt. Wie? Ist Ina denn? Nee, du wärst mein Typ. Ich? Schleimer. Ich glaube, wir wären beide zu sehr Alpha-Tierchen und wir würden uns zu die Köpfe einschlagen. Und wenn du am dritten ach, Tag ich mich nicht den Blumenstrauß nicht zu Hause hättest, dann wäre aber der Arsch ab. Was ist spießig? Wollen wir das beantworten? Sing doch nicht. Singst du nur eigene Texte? Ja. Ehrlich? Ja. Ist auch nee, ich hab, nein. Ich muss es korrigieren. Auf meinem Unplugged habe ich da gemacht und auch den Originaltext von Stefan Remmler. Stimmt, und auch mit Remmler zusammen live. Warum da, was ja damals schon so der hohlste Song war? Nee, ich als kleiner Junge, ja, als dreijähriger Junge, meine Mutter erzählt die Anekdote immer noch zu Hause. Auf Familienfesten habe ich eben in der Windel mit einem Kopfhörer vorm Radio gestanden und da mitgesungen. Ist auch ein sehr leichter Text. Leichter als 7 Tafeln Schokolade. Das stimmt. Sido, Beatles oder Rolling Stones? Beatles. Fettes Brot oder Seed? Oh, also ich habe ja wirklich, als ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören und so, habe ich tatsächlich mit Auf einem Auge blöd, das war für mich das Album, also das Deutschrap-Album meiner Jugend tatsächlich, ja. Also Auf einem Auge blöd hieß das Album von Fettes Brot. Von Fettes Brot. Mhm. Gut. Track 14, der Beat von Track 14, Alter, unmenschlich, überkrass. Ja. Was waren die anderen? Seed sind aber auch krass. Also ich mag nur Peter Fox, diese anderen sind alle ein bisschen komisch, aber so, ja. Ansonsten ist es schon ganz gut.
Wie sieht ein freier Tag aus bei dir? Ein freier Tag? Nichts machen. Naja, was soll ich sagen, Alter? Warte mal, Sido, wir sitzen hier auf dem Trockenen. Machst du uns eine Runde Jägermeister? Eine Runde für die Bande! Guck mal, war schlimm? Nein. War jetzt nicht so schlimm. Nein. Und dann sind wir auch schon fertig. Und ich würde sagen, jetzt was? Möchte ich es kurz auf ein Zusammentreffen ankommen lassen und wir holen sie noch mal rein. Fettes Brot! Ich fand das auch sehr lustig. Ja, war es wirklich. Gibt es denn irgendwelche Fragen, was Fettes Brot Sido immer schon mal fragen wollte? Wir wissen bereits alles. Jetzt wisst ihr alles. Wikipedia. Wir hören Emanuela, ich freue mich. Ja, verdammte Scheiße. Ihr singt mit. Die Herren wollen auch Jäger, natürlich. Meinen. Geil und Fand!